Wollen wir schnell auf Trimax, pass auf, lass auf Trimax Einnahmen reagieren. Dave, machen wir morgen. Dave, ich schwöre, Wallahi. Trimax Einnahmen. Wir schauen uns von Monte seine gesamten Einnahmen hat er geliebt. Ich esse nebenbei. Ich werde, bevor das jetzt hier ganz oft steht, meine gesamten Einnahmen nicht liegen. Das liegt daran, dass wenn ich das tun würde, ich tatsächlich wahrscheinlich entführt werden würde und andere Leute extrem neidisch auf mich wären. Deshalb werde ich das hier an der Stelle nicht machen. Und zusätzlich habe ich den Flex auch nicht nötig. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Denn, Leute, ich besitze Goldchains, Iced Out Cuban Links und ich habe sogar ein iPhone. Also ganz ehrlich, mir geht's sowieso gut. Deswegen ist es ein gutes Pausenprogramm. Ich hoffe, stört euch nicht zu sehr. Nee, passt. Gutes, geile Qualität. Wir gucken da, wo... einfach der Hauptkanal, Digga. Bringt gar kein Geld ein, Kappi. Aber hochgeladen. Ich will schauen, 2019 war ich, glaube ein bisschen aktiver. Nee, auch nicht, Digga. 60.000 im Jahr. Kein Geld zu sagen, ist jetzt auch nicht richtig. Einfach der Hauptkanal, Digga. Bringt gar kein... Da hätte man schon ein bisschen mehr rausholen können. So. Ah, okay. Dann, nee, dann ist gleich. Ich kann hier nur zurückgehen bis 2019, Brudi. Achso, also 700.000 ist stark. Gucken wir die erstmal nach. Ich guck mal, was ich euch zeigen kann. Ja, jetzt kommt nämlich der Moment, wo Max es zeigt. Bei 6 Videos und die werden hochgeladen mit den dreien Cutter. Und es ist unfassbar viel. Dafür bin ich euch sehr, 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 sehr dankbar. Ich sag's mal wieder, das erste Video habe ich 14 Stunden... Dena fällt da auch nichts Besseres mehr ein, als seine Rechnung zu zeigen. Das funktioniert aber auch, Leute. Mal andere zeigen, was sie verdienen und Dena zeigt einfach, was er noch bekommt und was ihm noch fehlt und was er ausgibt. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr wollt, meine Freunde... Wenn ihr wollt, mache ich den nächsten Top 10 meiner besten Lieferando-Bestellungen und zeige euch meine Rechnungen bei Lieferando. Wie ich jeden Tag 10 Euro oder 15 Euro für Lieferando-Essen ausgebe. Oder einfach mal meine Einkaufsrechnungen, wie ich für 100 Euro einkaufen gehe. Oder würdet ihr gerne sehen, wie ich einfach über 40.000 Euro im Monat an der Börse verzocke? Ich sag das nicht meinen Eltern, ja? Stunden dran gesessen und habe dafür irgendwie 32 Cent bekommen, ja? Und das hat sich jetzt in den Jahren, ich mach mal kurz Bildschirmaufnahme Mitte weg, dann schiebe ich es drauf. Ich kann das hier zeigen, warte, ich guck mal ganz kurz, ob ich alles zeigen kann, eine Sekunde. Mhm. Ja, okay. 200, das ist krank viel. Wir hatten so, 16 Millionen Aufrufe, 51.000 Euro, das ist stark, das ist gutes Geld. Dieses Jahr auch den Rekord. Der CP... Kann ich ungefähr sagen, ich bin momentan auch so um den Dreh, ich bin ja super krass abgefahren mit meinen Views, ich muss euch eine Story erzählen. Boah, wird das ein separates Video? Ich glaube, das wird sogar, das könnte fast ein separates Video werden. Das können wir morgen mal drüber sprechen. Passt mal auf. Long story short. YouTube hat mich vor 3 Monaten aus dem Trusted-Programm rausgekickt. Das heißt, ich konnte meine Videos nicht mehr selber einstufen, sondern musste eine Voreinschätzung geben und dann musste ein Mitarbeiter von YouTube mein Video einraten. Meine CPM und meine Empfehlungsrate ist danach gecrashed bis zum geht nicht mehr. Seit 3 Monaten haben sich meine Views jetzt von ungefähr 30 Millionen auf 15 Millionen komplett halbiert. Ich werde nicht mehr empfohlen neben anderen Videos. Meine Views auf meinem Kanal sind komplett im Arsch. Also wirklich, man sieht es an meinen Videoempfehlungen, die sind wirklich so. Und ich kann nichts dagegen machen. Ich bin jetzt nach 50 Videos, die ich richtig eingerankt habe tatsächlich, wieder auf einem guten Weg. Braucht aber wahrscheinlich jetzt nochmal 1 bis 2 Monate, bis ich wieder auf dem normalen Status bin und wieder meine normalen Views fahre. Das hat mein Kanal dieses Jahr unglaublich gefickt am Ende des Jahres. Und ja, das ist halt leider die YouTube-Policy. Das war auch nicht ich, der die Videos falsch eingerankt hat, sondern tatsächlich einer meiner Mitarbeiter. Das ist aber alles geklärt, da konnte niemand was für, da haben wir einfach tatsächlich Scheiße gebaut und haben uns da nicht drauf wirklich fokussiert, war dumm. Aber ja, was soll ich sagen, Leute? Ist scheiße gelaufen, deshalb sind meine Views so unglaublich im Arsch tatsächlich. Aber glücklicherweise verdiene ich ja jeden Monat über 500.000 Euro mit Immobilien und habe zusätzlich mit Beyond Meat und Tesla-Aktien 9 Millionen diese Woche an der Börse verdient. Von daher können wir ja da ja mal gezielt drauf scheißen. Und Red Bull, klar, die zahlen mir ja auch noch 3 Millionen im Jahr. Also von daher, Leute... Guck mal, was Trimax hier verdient, ne? Also, ja. PM war ein wenig gestiegen.
Among Us und FIFA haben mehr Gelder gegeben als Fortnite. Fortnite war ja da immer ziemlich schwach. Das nee, Fortnite hat bei mir Monat. Richtig gut Geld jetzt gemacht. Jetzt steigt jetzt CPM im Dezember noch ein wenig. Das ist schon sehr krass. 16 mhm. Millionen Aufrufe. Ist stark. Das ist sehr, sehr gute CPM. Euro. Das sind keine ja. Dollar, das sind Euro. Von mir geht nichts ans Netzwerk ab. Ich guck jetzt das ist mal, sehr, sehr stark. Das kann man wirklich nichts sagen, Max. Was ist denn besser? War der November besser? Chillig. Oder der November? Guck mal. Oktober 21 Millionen 55. November. Dezember lohnt sich halt immer, ne? Los. Ich bin mal gespannt, was Travis insgesamt hat. Du musst hier, dass du reich bist. So, du bist ja nicht. Machen auf All Time, das hatten wir noch nicht. Gemacht. Geil, ne? Ich habe mich die ganze Nacht auf K hingestellt. Kommen wir gleich zu. 1000 Jahre arbeiten, um Milliardär zu sein. Plus, wenn es jetzt, wenn man eine Million im Jahr macht, zahlt es ja 500.000 genau. Steuern. Du musst das ist eigentlich auch geil von uns. Guck mal hier, Google und Amazon zahlen in Deutschland gefühlt keine Steuern. Und dann kommen Leute wie Monte und ich und Unge und dann verdienen wir. Nee, Unge ist nicht in Deutschland. Unge. Schade, Max. Egal, dann, Unge nicht, der zahlt 2% Steuern. Dann ist es, verdienen wir zwar einen Haufen Kohle, aber müssen abartig viel Steuern zahlen. Ich sag, Monte hat in seiner Lifetime-Spanne wahrscheinlich schon 2 Millionen oder so Steuern oder so. Oder 1 Million oder keine, auf jeden Fall unfassbar viel, weißt du? Ja. Also ich kann euch sagen, auch an der Stelle wieder no flex. Ich bin mir sicher, dass Monte auch jedes Jahr eine Mio Steuern zahlt. Und da kenne ich auch Leute, denen es da ähnlich geht. Ja, ja, deswegen. Also wahrscheinlich mir auch. Also ich denke mal, ich werde auch insgesamt wahrscheinlich mehr als plus 2 an Steuern gezahlt haben. Und das finde ich auch gut und richtig so. Und das gehört sich auch so, ne? Muss man sagen, wir haben als Land, als Leute, als Bürger dieses Landes hier unglaublich profitiert und dann ist es auch richtig und wichtig, dass wir hier so viel Steuern zahlen, ganz klar. Also keine Ahnung, dann musst du 2000 Jahre arbeiten, um 1 Milliarde zu verdienen. 2000 Jahre. Romata, das ist eine saudumme Rechnung. Wenn du einfach mal im Jahr 500.000 verdienst und davon vielleicht 100.000 für dich privat ausgibst, bleiben dir noch 400.000 zum freien Investieren. Geh mal mit 100.000 zocken an der Börse, Alter. Die kannst du direkt verlieren oder jietest die irgendwo rein und machst damit einfach das 10- bis 100-fache, Digga. Also, ne, so ein paar Calls und sowas. Dave hat darüber ein ganz nettes Video gemacht. Das geht schon, ne? Also das Ding ist, die meisten Leute checken nicht, dass wenn man einmal an Geld gerät und man das richtig investiert, dass man damit ja sehr viel mehr Geld generieren kann. Das ist ja das Ding, ne? Jahre, du mit einem Einkommen von 1 Million im Jahr. 2000 Jahre musst du arbeiten, so lange lebt kein Mensch übrigens. Ah, nice Hinweis, Romata. Alter, alle schätzen im Chat, wie viel es ist. Schätzt weiter, ich drück gleich drauf. Deswegen, Max ist zwar reich, aber er ist nicht milliardärreich. Und es gibt ganz viele Milliardäre. Ah, okay. So. Ich bin gespannt, was insgesamt ist bei Max. Ich schätze mal so um die 800.000. Wir drücken drauf, zeigen es zum ersten Mal auf unbegrenzt. 963. Ja. Das ist ziemlich viel. Das ist sehr stark. Für 2 Jahre ist das sehr, sehr viel, ja. Das ist ziemlich viel. Ja. Hälfte Steuern weg. Viel. Bei ja. 788 Millionen Aufrufen. Mhm. Am Anfang kann ich das irgendwie. Also, ich sag mal so, ihr könnt euch einfach, passt auf, wir können jetzt Folgendes machen. Ich habe insgesamt 1,8 Milliarden Views. So, das ist ungefähr das, ja, fast das Dreifache circa von dem, was Trimax gemacht hat. Das kommt auch ungefähr hin, sag ich mal. Da kann man sich ungefähr ausrechnen, was ich quasi damit gemacht habe. Ja. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, weil ich noch die ganze OG-YouTube-Zeit mitgemacht habe. Ich habe damals noch die ganz alte Zeit mitgebracht, ganz am Anfang. Das darf man nicht vergessen. Das war 2013 und 2015 war es wirklich viel. Plus, das darf man auch nicht vergessen, ich mache tatsächlich Brand-Deals. Ich habe auch noch ein eigenes Label und solche Geschichten. Also das ist halt dann der YouTube-Teil und das ist schon echt eine Menge tatsächlich, ja. Das ist jetzt übrigens im Jahr auf All-Time gerechnet, ne? Also tatsächlich, nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Als Säule anzeigen? Nee, ne? Ich kann euch hier keine Shilas, danke schon für dein Gifted Sub, danke schon für die 2 Gifteds. Ich kann euch jetzt hier keine Preise für Kooperationspartner und sowas machen, kommunizieren. Ach, Digga, Shilas, danke schön für die 10 Gifteds. Vielen, vielen Dank, Mann. Ich mag das auch nicht so gerne, über das, was ich habe, zu reden und was ich
was ich halt verdient habe. So, ich finde, das ist immer flexi. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin euch übertrieben dankbar für das, was wir uns aufgebaut haben. Ich bin geisteskrank blessed mit meiner Community. Und dass ich das schon seit 7 Jahren jetzt machen darf, ist unglaublich insane. Das hätte ich niemals in meinem Leben gerechnet. Und ich gönne auch allen anderen Leuten das. Und ihr müsst euch mal vorstellen, es gibt Leute in Deutschland, die machen seit x Jahren 50 Millionen Views im Monat, ne? Ich finde, man muss seine Einnahmen nicht zeigen. Das gehört sich in meinen Augen nicht. Ich finde, das ist so ein bisschen flexi. Ich habe ungefähr eine Hausnummer gegeben und gut ist, ne? Also, ich bin euch unglaublich dankbar dafür. Und ich weiß, dass Max das auf jeden Fall auch ist. Ah, das wär der perfekte Moment gewesen für eine Channel-Wette, wo alle ihre Punkte hätten setzen können. Ah ja, das stimmt. Nicht mal eine Million. Ja, hier sieht man, dass das hier krank abging. Ich habe auch so Tage teilweise, ich habe eben mal reingeschaut, ich habe Tage, da habe ich 8.000 Euro an einem Tag oder mit einem Video irgendwie so 20.000 Euro verdient, das ist verrückt. 2005. Übrigens sogar das Video, wo ich mir den Finger geschnitten habe, habe ich richtig viel Geld mitgemacht, ihr checkt das nicht. 100 durch YouTube, das ist abartig, insane. Nichtsdestotrotz, es ist sehr viel Geld. China, vielen Dank für die 10 Gifted. Plus Hälfte Steuern, plus ein Cutter. Zweiter Cutter, drei Cutter, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das muss ich auch nochmal dazu sagen, ich habe auch super viele Fixkosten tatsächlich. Lass uns mal ganz kurz, passt mal auf. Das hier ist übrigens krass, hier. Ich war immer ein A-Plus-Channel, meine Views hier gerade bei 15 Millionen. Ihr seht das hier, meine Freunde, im Mai. Ja, ich glaube, hier im Juli hat es angefangen. Diese Monate, hier sieht man ganz genau, wo der Algorithmus gesagt hat zu mir, du hast deine Videos nicht richtig eingerankt, yalla. Guck mal, ich habe immer sonst hier so 40, 30, immer über 20 Millionen Views auf jeden Fall gemacht. Also immer stabil hier, 36, 34, immer so um den Dreh. Und hier sieht man ganz klar, Algorithmus mich einfach hochgenommen. Was soll ich sagen? Aber das gehört dazu, Leute. Ich habe reingeschissen, ich muss mit den Konsequenzen leben und gut ist. Was ich euch noch zeigen wollte, wenn man sich jetzt mal umrechnet, ja? PewDiePie hat insgesamt 26 Millionen Views. Wenn wir jetzt davon, sagen wir mal, wir gehen davon 3 Millionen pro, ne, 1,8 aus pro 2 Millionen, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, Milliarden Views, nicht Millionen, sorry. Da kann man sich ungefähr ausrechnen, PewDiePie's Net Worth liegt ungefähr, also PewDiePie wird mit YouTube alleine, und ich sag's euch Leute, PewDiePie wird mit YouTube alleine, und ich weiß, was international an CPM reingeht, wird PewDiePie mindestens 35 Millionen Euro gemacht haben. 35 Millionen Euro hat PewDiePie in seiner ganzen Lebenszeit mit YouTube mindestens gemacht. Mindestens. So, und wenn man sich auch noch so Leute wie MrBeast anguckt, die halt unfassbar viele Views, die machen, wie viele Views machen die im Monat? Im letzten 1,3 Millionen Subscriber, 300 Millionen Views. MrBeast wird sicherlich auch schon mehr gemacht haben, wahrscheinlich auch so um den Dreh 10 bis 10 Millionen Umsatz. Ich glaube sogar PewDiePie wird wahrscheinlich sogar noch mehr gemacht haben, wahrscheinlich sogar 40 Millionen, 45 Millionen. Das ist halt verrückt, das ist wirklich verrückt. Das sind auch Zahlen, die werden wir in Deutschland niemals erreichen. Aber man darf auch nicht vergessen, ich gönne das allen Leuten, die sich hier irgendwie was aufgebaut haben, die was Selbstständiges machen und so. Und ich finde es krass, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier so auszuleben mit unserem Content, Digga. Ich finde das krass und ich bin euch da sehr dankbar für und das wisst ihr auch. Und ja, inshallah, nächstes Jahr gönnt YouTube-Algorithmus wieder. Bitte, bitte, bitte. Außerdem CPM international gesehen schmeckt auch. Dafür haben wir in Deutschland einen sehr krassen Werbemarkt. Also wir deutschen Influencer und YouTuber kriegen unfassbare Preise, wenn es um Content-Marketing geht. Also hier mal ein Placement, da mal ein Placement, eine Werbekampagne, gerade Fernseh-TV-Kampagnen, kann ich auch aus Erfahrung sagen, Leute, da reden wir wirklich von sechsstelligen Beträgen, die hoch sind. Und das ist schon echt verrückt. Das ist schon echt verrückt. Klar kommen da Postings und sowas mit dabei. Aber ja, so sieht's gerade aus. Ja, das ist der Grind. So.